So, guten Morgen, liebe Baltic Fishing Zuschauer. Ich bin mal wieder auf dem Wasser. Wie ihr seht, ist hier gar keine Sicht. Wir sind hier durch krasse Nebelfelder hierher gefahren. Heute habe ich meinen alten Bootskumpel Markus mit dabei. Und wir sind hier wieder am nördlichen Ende der Eckernförder Bucht und werden mal wieder Richtung Damp hochtrollen. Das ist ein ganz gutes Gebiet, wie ich ja in meinem letzten Video schon festgestellt habe. Und ja, da wir hier so viel schönen Nebel haben, müssen wir heute komplett nur nach Plotter fahren, zumindest bis sich der Nebel gelichtet hat. Und das sieht dann aktuell also so aus. Wir sind hier mit 1,5 Knoten unterwegs und haben jetzt hier 28,5 Fuß Wasser unter uns. Das ist also fast 10 Meter. 3 Fuß sind 1 Meter. Wassertemperatur haben wir 3,2 Grad. Und ja, das ist die Position des Bootes zum Ufer. Und aktuell sind hier noch keinerlei Sicheln zu erkennen, aber das wird sich sicherlich schon ergeben. Wir müssen jetzt noch mal einen Knoten drauflegen, dass wir auf Schleppgeschwindigkeit 2 bis 2,5 kommen, damit die Köder vernünftig laufen. Heute ist quasi kein Wind, ihr seht das selber im Hintergrund, das Wasser ist komplett flach. Und ja, da wir so schönen Nebel heute haben, wird das also mit sehr grellen Ködern erstmal losgehen. Und wollen wir schauen. Ich werde zwischendurch wieder reinschalten. Ich gehe davon aus, dass es heute was gibt. Und zwischendurch werde ich nochmal ein Technikvideo für den neuen Lieblingsköder Fire Tiger Wobbler erstellen. Und den könnt ihr dann demnächst hier auch nochmal gesondert in meinem YouTube-Kanal euch ansehen. Für die Leute, die mit leichtem Geschirr schleppen wollen und nicht so die Ausrüstung haben wie ich, die können da einfach eine Tauchscheibe vormachen und das Ding rauslassen. Und dann geht er von selber auf Tiefe und dann werdet ihr sehen, gibt es da schöne Fische drauf. Gut, bis später. So, der erste Dorsch ist hier eingestiegen und zieht das Brettchen ordentlich nach hinten weg. Da hängt ein 70 Gramm Paravan dran, der läuft also sehr tief. Das war auch echt mal Zielfischdorsch, habe ich ganz bewusst so eingesetzt. Junge. Und das Interessante ist, ich habe gerade einen Spinnstopp gemacht. Das heißt, ich habe einmal die Bremse der Rolle geöffnet, damit der Köder einmal ein ungleichmäßiges Spiel bekommt. Und prompt ist einer eingestiegen. Erstmal hier auf die Tiefe da kommen. Wir waren bei 35, das ging ja echt noch. Wir müssen jetzt echt nicht dran gehen. Sehr groß kann der aber nicht sein, weil so groß ist der Widerstand nicht, wenn ich noch das Brettchen abzähle. Da kommt der weiße Bauch. So, also das kannst du mal zur Seite gehen. Ich ziehe den darüber rein. Jo, sehr schöner Fisch, gebissen auf Rhino Furunkel. Sehr schönes Ding. Schöne Größe. Na komm her. So,
Furunkel war der Köder. So, Markus äußerstes Scherbrettchen ist abgegangen. Mal schauen, was da geht. Bremse zu machen. Vorne ist zu. Wir sind auf 29 Fuß, knapp 10 Meter, fahren 2,2 Knoten. Perfekte Schleppgeschwindigkeit für diese Wassertemperatur. Und hier auf dem Echolot der gelb-rote Streifen, der permanent über dem roten Bereich ist. Der rote Bereich ist der Grund und dieser Streifen stellt das Downrigger-Blei dar, was dort läuft. Ui, apropos Downrigger, hier. Downrigger hat ausgelöst, jetzt kommt Action hier ins Boot. Oh, von selber ausgelöst, das ist ein schöner, das ist ein guter Fisch dann. Zu lange gewartet. Shit. Der Triple G hätte es richten sollen. So, das Brettchen ist endlich da. Das ist ein 10 Gramm. Ne, ist ein 25 Gramm Paravan. Der lief also so maximal 2-3 Meter unter der Wasseroberfläche. Und da kommt ein schöner Winterdorsch. Gebissen auf Reno Beluga. 115 mm Köder. Der sitzt gut, kann ich so rausziehen. Moin! Ja, schönes Ding. Petri, mein Lieber. Petri. Ja, Petri. Oh, hier, die äußerste Scherbrettchenroute zieht nach hinten weg. Kann man schön sehen. So, 25 Gramm Paravan. Läuft wieder ganz weit oben. So, das muss ich jetzt erstmal über die anderen Brettchen rüberlaufen lassen, bis das ganz nach hinten weggegangen ist. Zuppelt schon was ganz hinten dran. Also, hier ist eine volle Elle. Guck mal, wo die Brettchen laufen, bitte. Das wird schwierig gerade. Das ist aber auch immer echt ätzend, ey. Das Boot dreht sich so schnell, ja, wenn du Wahnsinn. Da mal was am Drehen hast. Ja, ist echt Wahnsinn. Du musst echt immer gegenlenken.
das Brettchen ist immer verdammt zum Stundendrill. Weg ist er. Nee. Oder das Brettchen hat ausgelöst. Was ist denn jetzt los? Nee, Fisch ist weg. Shit. Fisch ist weg. Jo. Da kommt der Beluga Single. Sehr schade. Das ist schon der dritte, den wir heute verlieren, ne? Ja. So, das mittlere Scherbrettchen auf der Steuerbordseite ist raus. Wir fahren weit raus und es wird immer flacher. Ja, eben, das finde ich auch gerade. Hä? Das ist ja seltsam. Und Fisch auf der Wobblerroute. Oder das war ein Grundkontakt, wahrscheinlich eher. Mann, Mann, Mann. Nee, ich glaube nicht, das ist was. Nee, so. Sehr schön. Gutes Ding. Übrigens habe ich gerade eine schöne Perücke verursacht. Das ist das, was man eigentlich nicht so braucht. So darf sowas nicht aussehen.